Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Warum sieht meine Faust so schwarz aus? Keine Ahnung. In der letzten Folge haben wir bei Freezers Orbiter ein paar Sachen gemacht. Könnten wir auch weitermachen, aber machen wir erstmal ein paar Parallelquests hier für die nächsten paar Stufen. Weil die müssen ja auch noch irgendwann gemacht werden. Außer ich habe sie schon mal gemacht im ersten Teil oder so. Übrigens, falls euch der Part gefällt, könnt ihr natürlich einen Daumen nach oben lassen. Oder ein Kommentar oder was auch immer. Und wir gehen jetzt da zur Kommandoaufnahmeprüfung. Also müssen wir schon wieder Igneo-Forst kaputt hauen. Okay. Lass mal sehen, welche Charaktere wir jetzt alle freigeschaltet haben. Sag mal. Nehmen wir Son Gohan als Teenager. Nur als Super Saiyajin, aber. Mehr eigentlich, ja, Metall Cooler. Final Form Cooler haben wir noch nicht. Ach, Dings, super perfekten Zell hat man noch nicht, ne? Erfolgkraft. Oder? Er glänzt mehr. Zell Juniors sind neu und sonst nichts. Ach ja, hier sind die ganzen Charaktere, die ich mir gewünscht habe. Von den Dragon Balls, Nora Shenlong, Ice Shenlong, Super Shenlong, Hit. In der Reihenfolge Hit, Nova, Ice und Super Shenlong waren das. Okay. Gut, wir nehmen Freezer mit, weil der mein Meister ist. Und sein Zwilling natürlich. Außerdem spielen wir gegen das Genio-Kommando, also passt irgendwie überhaupt nicht, aber was soll's. Besiege Butter, Jeez und Rico und Guldo wurde besiegt. Ey, die Mission kenne ich doch, glaube ich. Ich glaube, diese Mission gab es auch im ersten Teil. Ich glaube, die exakt gleiche Mission gab es auch im ersten Teil. Verdammt. Was ist da passiert? Da habe ich die Offscreen gemacht. Ich habe die sogar noch gegoogelt, glaube ich. Aber der Name ist nicht der gleiche, auf jeden Fall. So, eine Fähigkeit bekommen. Boah. Zwei Fähigkeiten? War so lange irgendwie. Was ist da? Was zum Teufel? Wo bist du? Das sah jetzt aus, als würden die Ping-Pong mit dem spielen für eine Sekunde. Weiter. Ja, warte, ich mache erstmal den hier platt. Dann kümmere ich mich um dich. Ausgezeichnet, jetzt bist du dran. Freezer's pain is real. Das kommt Ginyo, ne? Nein, die kommen alle natürlich wieder, die beiden. Schuld ist aber in mir. Dafür müsste es aber drei Leute sein. Ja, jetzt euch ja zu vermasseln, aber ihr seid nur noch eine Person. Das könnt ihr keine drei Kommunen machen. So, fertig. So müssen die Parallelquests ablaufen. Kurz, knapp und bündig. Und ohne Schwierigkeiten. Und ich habe sogar selbst. Ich habe sogar alle Belohnungen hier. Das heißt, ich muss hier nie wieder rein. Ich werde ja in dem Spiel jede Mission mit Z abschließen. Gibt bestimmt eine Trophäe für oder so. Keine Ahnung. Mach's. Ich versuch's einfach. Gar nicht schaden. Ja, was haben wir denn noch? Einer Kampf, Genio-Kommando. Die Mission gibt's aber auf jeden Fall. Im ersten Teil.
Aber die machen wir jetzt trotzdem, weil hier so eine Dame uns hier in der Nähe irgendwie was gibt, glaube ich. Wenn wir die machen, die Mission. So, Freezer. Nicht Goku, schwarz. Wäre ein bisschen Overkill. Weiß, vielleicht war hier Goku Black auch nur Ginyo. Die ganze Zeit in Son Gokus Körper. Nein, Quatsch. War mich ob. Wurde ja schon Super Saiyan Rose angekündigt. Als DLC. Also. Also ich frage mich. Was sind Zeit oder? Oh, das kenne ich doch. Ja, ich früher Dragon Balls gefarmt. Ja, aber ich glaube, die sind optional und nicht hier für Missionen. Deswegen lass mal das. Warum kommt hier Ginyu nicht mit Dinge? Das sind ja schon zwei doppelte Missionen, die wir machen. Die hätte ich schön offscreen machen können. So, mach mal noch so. Uff. Du meine normalen Angriffe auch jetzt mehr abziehen, ich weiß es nicht. Mir ist aber aufgefallen, als dreifacher Super Saiyan tun sich meine Ki nicht aufladen, wenn ich Gegner schlage. Also, er hat einen riesigen Nachteil, finde ich. Deswegen tue ich mich lieber nur in Super Saiyan oder zweifacher Super Saiyan verwandeln. Das ist doch schon ein richtiges Drawback irgendwie. Ja, das war's. Eine Fähigkeit erhalten. Ja gut, aber meine Fähigkeiten viel schneller kriegt. Im ersten Teil musste ich hier, weiß ich nicht, eben so ein 10-mal machen, um irgendwie alles zu bekommen. Hier habe ich so das Gefühl, dass ich bei alles irgendwie beim ersten Mal krieg. Ja, da hast du recht. Und wie schnell hat hier zu Ende sein wird. So, die Reaktion von Freezer einfach so richtig hammer. So, Freezer, du hast den Griffel. Und das war's für euch. Jetzt kommt Ginyo, ne? Und dann haut er ab und dann. Oder ist zum Gokus Körper irgendwie so weiter. Eigentlich ja, gehört, als ob die Angriffe stärker werden. So, jetzt hole ich mein Ki an. Ja, okay, die tun sich vielleicht doch ein bisschen auf, aber extrem wenig hier. Also gucken, was die Super Saiyan Verwandlung überhaupt macht, die irgendwie ein Dingens gibt mehr. Gibt es jetzt einfach. Ja, normale Angriffskraft oder Spezialangriffskraft oder was weiß ich. Ja. Jetzt da rein, boah. Müsste Ginyu in Son Gokus Körper, glaube ich, auftauchen. Feuer. Oder Freezer taucht auf, okay. Dann gibt's nicht mehr im Kopf gehabt. Freezer, mach Freezer kaputt. Er wird wahrscheinlich austicken, wenn er irgendwie drei von Super Saiyan sieht. Alter. Und doch Ginyu. Ach so, okay. Aber ich dachte, er holt Son Gokus Körper. Hätte mich nicht daran gewöhnt. Nein. Oh. Mir fehlt übrigens noch eine Version von Freezer in seiner ersten Form. Schalte ich die hier mit frei? Na gut, natürlich. Sowieso nicht, wie ich einige Charaktere freischalte. Da habe ich doch schon hier den Freezer-Soldaten zum Beispiel. Ja, schon diese Mission gemacht hier, glaube ich. Freezer-Soldaten vorkommen. Und ich da in Freezers Orbiter irgendwie weiterkommen. Keine Ahnung. Wenn ich alles mache, werde ich ja wohl irgendwann kriegen. Das ist nicht das Problem. Ja,
Er hat schon wieder das gesagt, ey. Oh, ich habe eine Kampfpose freigeschaltet. Gut, so langsam läuft es hier. Das sind zwei doppelte Missionen gewesen, die wir schon im ersten Teil hatten, aber was soll's. Schön ausgehen machen können. So, jetzt kann ich mir aber das ich hier irgendwie abholen von dieser einen Frau. Die würde, glaube ich, wir irgendwie harter Kampf Gino-Kommando abschließen oder irgendwie sowas. Bis der Zeit, der die Quest harter Kampf Gino-Kommando abgeschlossen hat, ja, auf deinen Abguck gewartet. Das hier ist für dich. Meister Kaio-Kostüm. Okay, danke. Das ist eine besondere Belohnung für deinen Mühlenzeit, soll und ich setze sie weiter ein. Gab sie Klamotten im ersten Teil? Ja, die Sachen habe ich mal gekauft. Trunks und so. Gut, ne, cool. So, weiter. So, danach des Kaisers Bruder. Das ist auf jeden Fall nicht eine doppelte Mission. Siege Kula. Weil hier haben wir Kula. Ob ich jetzt Freezer freischaltet? Nur. Dritte Version immer noch nicht. Ja, eigentlich logisch, weil ich parallel Quest einige Formen und so freischalten, aber ich habe das Gefühl, ich schalte nichts frei, außer durch die Story. Also irgendwas stimmt nicht. Siege Kula. Ja, ich weiß noch, im ersten Kampf. Was? Hier ist Freezer noch, was? Er war nicht noch voll fertig. Puff. Hier kriegt auch verfressen, dass Son Goku was erinnert. Wieso bekommst du mehr Schaden als Freezer? Ja, ich habe dir sowas von Schaden zugefügt. Bis jetzt. Oh, er freut sich, dass ich seinen Bruder kaputt hau. Na, guck mal, Freezer bekommt voll weniger Schaden. So, jetzt bevor seine Ausdauer sich regeneriert, buff. Oh nee. Ich muss nicht schon wieder warten, bis der Dialog hier fertig ist, ey. Ja, damit die irgendwie die Story herüberbringen. Aber darüber beschweren sich ja immer Leute hier, die so Reviews schreiben zu Anime-basierten Spielen, dass die Story nie irgendwie gut erklärt wird und dass Anime-basierte Kampfspiele immer nur, weil nicht gut sind für Leute, die sich auch in der Serie auskennen. Weil wir, was ich mir auch immer denke, was? Natürlich, ist doch klar. Ich habe mir doch ein Spiel von der Serie, von der ich keine Ahnung habe. Also nicht, also ich hole mir nicht ein Spiel von einer Serie, die ich nie gesehen habe. Und erwarte dann, dass das Spiel mich vollkommen unterrichtet hier, weil die Serie. Steht, was ich meine? Ja, das ist immer der größte Kritikpunkt. Also ich gucke mir allgemein keine Reviews an. Auf so was gebe ich mir irgendwie gar nichts. Aber bei so Dragon Ball oder Naruto oder One Piece Spieler heißt es dann immer, ja, Spiel ist sehr gut, aber nur was für Fans der Serie. Weil die Story irgendwie nie so richtig erklärt wird. Ja, ist doch klar. Ich hoffe, euch das Spiel und erwartet, dass mich hier die Serie aufklärt. Ich hole mir das Spiel, weil ich die Serie gesehen habe. Also voll idiotisch. Müssen wir mal gucken. Wie du aus Absor Goku. Oh, Yoshi, Yoshi. Kein doch.
Okay, dann nichts für dich. Ach man, was machen die? Eine Ausweichfähigkeit haben wir eingesetzt. Echte Krise. Das war mein Rant hier, so was Anime-Spiele angeht. Da müsst ihr mal darauf achten, wenn ihr solche Reviews mal anguckt irgendwo. Dafür bekommen so Spiele wie FIFA oder Call of Duty immer voll die hohen Bewertungen. Obwohl die eigentlich immer das gleiche sind. Die sind echt immer das gleiche. Ja, wir jetzt FIFA 15, 16, 17, 18, 19, 20.000, 460.000 Millionen oder sonst was ist. Es ist doch immer noch Fußball. Nur mit anderen Spielern. Erinnert sich irgendwie an den Regeln? Nee. Stadien sehen auch immer gleich aus. Ist halt nur bessere Grafik. Aber trotzdem haben solche Spiele mal voll die hohen Bewertungen. Also Spiele wie die hier, die ja vollkommen neue Kampfsysteme und also was definieren, die bekommen voll die schlechten Bewertungen. Meistens oder schlimmere als so Casual Games, sag ich mal. Mein Call of Duty bekommt doch immer irgendwie eine hohe Bewertung. So wie ich damit bekomme. So, Z ausgezeichnet. So, aber ich habe jetzt die Klappe. Dann bock mich hier über andere Spiele zu beschweren. Spiele werden sowieso nicht besser. Die werden eigentlich nur immer grafisch besser. Also inhaltlich werden Spiele eigentlich nicht besser. Müsst ihr mal irgendwie. Ach, ist mir egal. Oh, ist Mr. Satan. Ausgezeichnet. Ich bin schon lange der Überzeugung, dass irgendwie Spiele. Weil nicht, wenn ein Spiel programmiert wird. Dass, wenn neue Sachen hinzugefügt werden, dass irgendwie andere Sachen darunter leiden müssen. Je weiter die Videospielgeneration ist, desto besser wird die Grafik. Das heißt aber, das Gameplay wird darunter leiden, weil die Grafik dann immer aufwendiger wird. So, bla 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 bla. So, was willst du denn jetzt? 10 gegen eine Expertenmission. Ich habe noch keine Expertenmission gemacht. Verdammt. Jetzt mal denken, die Spiele werden eigentlich. Ich meine, so viel Platz, wie wir jetzt auf Dingens haben, auf hier so Discs wie Discs, CDs, Blu-ray-Discs und so, die haben ja so viel Platz, ne? Wenn du alles irgendwie in Gameplay reinpacken würdest, anstatt irgendwie Grafik oder so, letztes Jahr ein Spiel hat, weil er nicht 1000 Spielstunden hat. Das Problem ist, es wird natürlich immer auch in Grafik investiert beim Programmieren. Da tut halt nur mal Zeit fressen, halt. Sippenkrieg. So, das ist aber auch eine neue, oder? Das heißt, die Spiele werden eigentlich nicht besser. Die werden eigentlich nur grafisch besser. Aber gameplaymäßig wird kein Spiel mehr besser. Soll mal drüber nachdenken. Du bist nicht voll Power, Freezer. Ich weiß nicht, warum ich hier nur so viele Formen nicht habe. Ich soll irgendwann mal freischalten, nicht parallele Quests oder so. Was ist wahr? Cool hat allgemein sehr viel. Nee, warte mal, Verteidigung gibt es aber gar nicht in dem Spiel. Boah, ist gut, Mann. Ich wollte schon, erinnert sich doch irgendwie, habe ich das Gefühl. Nein, da wollte ich gar nicht machen. War eigentlich nur normales Kram, ja, machen. Nicht ein Key wieder verliere.
Ja, muss ich auch gegen Son Goku kämpfen? War gerade Son Goku aufgebildet. Bist du? Ich bin die Glühbirne in der Dunkelheit. Ich bin der Schinken, der für alle, der aufheult für alle, die nach Hunger heulen, irgendwie so was, keine Ahnung. Ich bin der Schinken im Kühlschrank. Ja. Jetzt mache ich dich fertig. Ja, der Planet explodiert ja nur gerade oder so, ne? Aber das Kämpfen. Oh mein Gott. Alter, so schnell können die das doch gar nicht machen, ey. Er kann in der Mitte im Angriff perfekte Abwehr machen. Oh nein, ich habe mich gefangen. Buff. Ah. Mehr. Abwehr ist im Eimer. Auch Mann. Mit dem ja, alles von mal sie wieder noch mal. Wo bleibst du hier, verdammter Dreck? Boah, ich will so einfach ist das. Mein Gott, warum hätten der so viel aus? Ja, ja, brennt in der Lava, Goku. Ja, auch nee. Ja, das gedacht bin. Oh geil. Alter, hör auf damit. Jedes Mal. Wird auch können. Weiß man macht, aber ich bin zu blöd dafür. Kann ich das schnell schalten. So, aber nur normal Fischer. Weil sich in zwei Punkten bezahlt schon, oder? Was machst denn du hier? Boah, was zum... Was, wer kommt jetzt noch? Schlag? Boah. Boah, der macht genau den gleichen Angriff, oder? Boah, jetzt ist auch noch meine Dingens. Lass mal eine Ultimate machen. Oh Gott, ich bin gleich tot. Nein. Boah. Rett mich, Freezer Dono. Ey, dann passiert schon wieder so ein Scheiß. Ich wollte irgendwie gar nichts machen wieder. Ja, ist gut. Oh Gott. Mach dir mal da. Meine Güte, das hat nicht fair. Hi. Ja, natürlich noch, du hast mir voll in die Fresse gegeben. Karma! Karma! Buff! Ausgezeichnet. Boah, ich hasse diesen Angriff. Geht mir das auch für die Nerven. Hi. Hi. Oh, oh, oh. Was? Das ab hier. Wer das ab? Und das. Und den. Und den. Und jetzt sage ich das. Und weg bist du. So, Level Up sogar noch bekommen. Geil. Wieder jung und stark.
Schön, damit haben wir, glaube ich, die Level 3 Parallelquests abgeschlossen. Schön. Dann können wir nächstes Mal irgendwie diese Elite-Dingens machen. Gucken, was damit auf sich hat. So, wieder es. Oh. So, damit bleiben noch die. Da ist auf jeden Fall eine Bekannte. Die muss ich dann offscreen machen. Die glaube ich auch. Also kann ich ein paar hier offscreen machen. Die nicht, weil es die 16 und Zongoan vorher nicht da waren. Aber ein paar Missionen kann ich offscreen machen, weil jetzt sind die genau gleichen wie in. Bist du denn weiter? Das denn? Einfach das denn? Okay. Gut, dann kann ich ein Part hier beenden. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Warte mal, ich habe noch gar nicht im Zubehörladen geguckt. Was ist mit dir eigentlich? Wolltest du noch mal? Halt, halt, du musst kein Wort sagen. Ich weiß genau, was du mir sagen willst. Du willst wissen, wie das Wetter morgen ist. Konnten sie sein wird. Das ist einfach. So, wenn die so Fragezeichen in meinem Kopf haben, dann wollen die. Was? Du bist mal von meiner Fähigkeit Gedanken ziehen. Du kannst nicht ruhig loben. Okay. Daumen hoch. Wir sind immer noch allgemein ein paar Leute, die irgendwie was machen, von denen ich nicht weiß, was. Sehr kleine Fragezeichen mehr im Kopf. So, was mit dir, Cresso? Das Cresso, ich leite Christus bewaffnete Einheit. In letzter Zeit höre ich überall von diesem Taino-Kommando. Aber es gab es schon lange, bevor die zum ersten Mal aufgetaucht sind. Ich weiß nicht, ob diese Taino-Kommando coole Posen kennt. Ich denke ständig darüber nach. Natürlich sind unsere Posen besser, als wir es wissen. Was? Du willst posen? Okay. Vielleicht Elite-Pose. Nee, okay. Da ist irgendwie so ein Typ noch in Schwarz. Hey, da ist C18. Hi. Nicht eine hübsche kleine Stadt. Hier gibt es echt modische Klamottenläden. Ist ein Zahlsoldat, oder? Die Kaischen der Zeit hat mir alles über dich erzählt. Die Zeitpatrouille muss ziemlich mitgenommen sein, wenn sie einen kleinen Fisch für dich schicken. Ich kann nicht trainieren, wenn du magst. Das würde mir zumindest die Zeit vertreiben. Aber keine Sorge, ich werde dich nicht töten. Das würde mir keine Belohnung einbringen. Ich sehe keine Nachteile, als du damit mit mir vorausgesetzt, du willst überhaupt stärker werden. Ja, aber das muss warten, Lady. Ja, was mit dir? Mit dem Black. Was ist, gibst du Kids Essen? Okay, was ist damit? Los, nimm, muss mir nicht danken. Okay, der gibt uns einfach noch. Ich soll aber nicht von fremden Essen annehmen. Sind ja noch. Ich bin Ukaz vom Taino-Kommando. Meine Neugier ist nicht aufhören. Ah, gib mir eine Pose. Das haben wir schon mal von Christus bewaffnete Einheit gehört. Die macht sie jetzt in letzter Zeit einen Namen. Ich würde mir gerne ein bisschen mehr wissen über sie. Die offizielle Pose von Christus bewaffnete Einheit kennst du vielleicht Geld, wenn du sie mir zeigst. Ich bin natürlich ein Taino-Kommando 3, aber meine Neugier kann ich einfach nicht anders. Mit Hilfe von Taino-Kommando. Ich sorge in Konton City für Ordnung. So, meine Drohung. Ich werde bestimmen, ob du feindlich bist oder freundlich bist. Gewinnst du, kooperierst du. Ja, vor knapp jeden Fall meine geliebten Taino bedroht. Gib mir verdammt noch mal eine Pose. Mal wie wir arbeiten sollen. Wir kennen uns doch niemand. Wir haben wohl nichts einiges. Warte mal, Mr. Satan. Ja, sehr gut. Oh, das Taino Kommando ist da. Aha, das ist gar nicht mal schlecht. Die Pose Mr. Satan ist immer so elegant. Meine ist aber trotzdem auch cool, oder? Ja. Lass die richtigen Kämpfe mir. Willst du auch ein Held sein? Dann sollst du dich mit Taino Kommando anschließen. Ja. Gib mir Posen. Wer ist das denn? Na bitte. Freezer, was? Ich will Posen haben. Ist irgendwie nicht mehr von diesen Typen.
Nee, damit schaffen wir nicht mal das Teil noch mal, schon gar nicht bei uns. Mr. Satan. Verdammt. Gut, keine Ahnung, dann werde ich schon irgendwie herausfinden. Und dann würde ich sagen, beende ich den Part hier. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich habe jetzt gar nicht im Zubehörladen nachgeguckt. Ich wollte eigentlich da was kaufen. Auch mal noch ganz schnell was. Ich kann es mir ja leisten. Auf Dr. Geos Hut haben. C19 Hut. Von Zeltspieler hier der Moderator. Baby Trunks Kopfbedeckung. Gut. Alles klar, dann haben wir das auch hinter uns. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich alle fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage tschüss. Bis zur nächsten Folge.